Alter, wir haben uns schon wieder echt lange nicht gesehen. Ich dachte mir, ich mache mal ganz kurz einen Vlog und nehme euch kurz mit, weil ich meine Schwester abholen muss. Und ich hatte Sehnsucht nach dem Kanal. Ich habe mir in letzter Zeit wieder so ein paar alte Videos angeguckt und so. Und ja, Mann, deswegen dachte ich, mache ich mal kurz ein kleines Video, ne? Warum nicht? Ich hoffe auf jeden Fall, euch geht's allen super gut. Freut mich mega, falls ihr eingeschaltet habt. Also auf jeden Fall danke, falls ihr hier das Video guckt. Und ja, ich gehe jetzt erstmal meine Schwester abholen. Bis gleich. Wie geil sind denn bitte diese Socken hier? Nice. Alter Schwede. Langsam wird es echt ganz schön kalt draußen, Leute. Na gut, was heißt ganz schön kalt? Ich glaube, es sind 12 Grad oder so. Aber man merkt auf jeden Fall, es ist absolut Herbst und nicht mehr Sommer. Ich sage das so, als wären das die weltbewegendsten Neuigkeiten ever. Und als wüsstet ihr das selber nicht, wenn ihr einfach einmal kurz nach draußen geht. Aber die Sonne ballert gerade ganz nice eigentlich. Also Leute, eine Sache, die ich nicht verstehe und auf die ich auch überhaupt nicht klarkomme, ist, wenn man eine Person schon abholt, warum die dann trotzdem zu spät kommt. Digga, ich habe um 16.20 Uhr geschrieben, sei in 10 Minuten unten. Es ist jetzt 16.37 Uhr, das ist 17 Minuten, nachdem ich gesagt habe, sei in 10 Minuten unten. Und sie ist natürlich nicht unten. Ich hätte eine Wette eingehen können, dass sie nicht pünktlich unten sein wird. Kennt ihr das mit euren Geschwistern oder Freunden, was weiß ich? Finde ich einfach nur frech. Da kommt dieser Keck doch schon angelaufen. Warum bist du zu spät? Stehst du nicht doch, ich bin hässlich. Stehst du schon lange hier? Nein. Ich wusste, dass du erst später kommen wirst. Auf jeden Fall, von wo habe ich dich jetzt abgeholt? Jetzt sag doch. Von der Freundin. Aha, äußerst interessant. Ja Leute, wie gesagt, ich dachte mir, ich nehme euch heute einfach mal ganz kurz ein bisschen mit. Der Vlog ist für Eric Goes Online, da wo ich so lange kein Video mehr gemacht habe. Einfach mal so, um zu gucken. Ich wollte jetzt eigentlich ganz gerne auf dem Rückweg die Kamera laufen lassen und kurz was erzählen. Perfekt. Also, ich weiß nicht, ob ihr mich gerade überhaupt hören könnt, weil das Auto ja ein bisschen lauter ist. Aber ganz kurz mal, ist mein Bart irgendwie noch röter geworden? Schon, oder? Im Herbst wird der immer rot, wie die Blätter. Färbt er sich immer langsam, aber sicher. Ey. Also Leute, ich wollte erstmal ganz kurz nur ein kleines Update geben. Meine Uni fängt in ein paar Tagen wieder an. Heute ist Freitag, am Montag fängt die Uni an. Und Uni, also die ganzen Dozenten und so, haben sich teilweise immer noch nicht gemeldet und mir gesagt, ob ich einen Platz in deren Kurs bekommen habe. Was ich sowas von nervig finde, wenn einfach irgendwie gefühlt bis zwei Tage vor Kursbeginn oder Semesterbeginn immer noch nicht klar ist, bin ich jetzt in dem Kurs drin oder nicht. Mir geht es übertrieben auf den Sack. Ich weiß nicht, ob das nur an meiner Uni so ist oder nur in meinem Studiengang. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es bei euch auch so ist, falls ihr studiert. Ansonsten, ja, ich studiere nach wie vor genau dasselbe. Ich bin jetzt im 5. Semester und Football-Saison ist jetzt gerade vorbeigegangen und war sehr, 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 sehr cool. Falls ihr dazu irgendwie ein bisschen was sehen wollt, checkt mal gerne meinen anderen Kanal aus, Easy Money natürlich. Da kamen auch Videos zu den Spielen, so wie damals mit der Basketballliga in Amerika, habe ich jetzt halt auch zu den Football-Spielen Videos gemacht. Und ich habe tatsächlich als Quarterback gespielt. Das heißt, ihr werdet mich definitiv auch viel in Action sehen. Es ist nicht so, dass ich irgendwie nur ab und zu mal drin bin, sondern logischerweise jedes einzelne Play. Von daher, es lohnt sich, glaube ich, auf jeden Fall mal vorbeizugucken. Ansonsten gibt es irgendwas Neues? Nee, oder? Eigentlich war es das. Also das wollte ich euch nur mal mitteilen. Wie gesagt, ich habe in letzter Zeit echt noch mal einige von den alten Videos geguckt und habe da irgendwie wieder so voll den Bock gekriegt, auf Eric Goes Online ein bisschen aktiver zu sein. Ich sage euch aber auch direkt, ich kann euch jetzt nicht irgendwie versprechen, dass jetzt hier wieder regelmäßig Videos kommen. Werden es wahrscheinlich nicht, um ehrlich zu sein. Aber wenn ich irgendwie was Cooles filmen will oder wenn ich was habe, über was ich reden will oder so, dann teile ich das hier auf dem Kanal. Und wenn nicht, dann halt nicht. Ne? Also erwartet jetzt nicht, dass irgendwie hier regelmäßig Videos kommen. Wir gucken einfach mal, was so passieren wird. Eine Sache noch, die ich ansprechen kann, wegen dem Auslandssemester mit der Uni, da hat sich bisher noch nichts getan, es gibt keine Neuigkeiten. Wenn da irgendwas Neues kommt, werde ich es euch natürlich wissen lassen, ne? Wenn euch dieses kurze, aber knackige Video gefallen hat, lasst mir natürlich super gerne ein Like da, abonniert gerne, falls ihr neu seid oder nichts mehr verpassen wollt. Obwohl, was heißt nichts mehr verpassen? Ich meine, abonniert einfach, falls ihr Lust habt. So, und ansonsten würde ich sagen, man sieht sich im nächsten Video. Bis dahin, euer Eric. Ciao! Die Ampel wird grün, deswegen muss ich los. Tschüss!